Also wir haben relativ die Idee von einer anderen Freien Wählergruppe aus Walhalben übernommen. Das war einer unserer Gemeinderatsmitglieder, der Stefan Höbel, hat die Idee aufgeschnappt und wir haben dann das kurzfristig entschlossen, dass wir das auch hier in der Ortsgemeinde anbieten wollen und das Ganze dann kurzfristig organisiert, haben uns ein paar Richtlinien überlegt, haben uns überlegt, wie wir an Schutzausstattung kommen für uns und für die Klienten, Kunden, die wir dann beliefern. Und dann haben wir uns ein PDF-Formular überlegt, für die Bestellungen aufzunehmen, eine ungenutzte Telefonnummer aus dem Festnetz wurde eingerichtet als Einkaufstelefon sozusagen und wir haben noch eine E-Mail-Adresse installiert, einkauf-fwghütchenhausen.de, wo die Kunden auch, trotz dass es manchmal ältere sind, wird es auch tatsächlich genutzt, ihre Bestellung auch per E-Mail einfach schicken können. Wir haben im Moment zwei feste Liefertage, das ist der Mittwoch und der Samstag. Insgesamt sind es circa 15 Lieferungen, die wir derzeit pro Woche ausführen. Und wir teilen das unter unseren Helfern auf, haben auch mittlerweile einige Helfer, die nicht zur FWG gehören, aus der Nachbarschaft, aus der Jugend, Schüler, die jetzt zu Hause sind, bedingt durch die Schulschließung, die helfen wollen. Die sind auch herzlich willkommen, wenn da sich jemand noch anschließen möchte. Es ist möglich, bar zu bezahlen, aber auch mit EC. Wir haben uns ein EC-Gerät angeschafft. Wird auch gerne angenommen von den Kunden. Die finden das dann toll, dass sie ihr Bargeld aufbewahren können für andere Zwecke. Ja, und dann haben wir auch eine Kontokarte dazu, sodass also der Helfer, der für uns einkaufen geht, für andere sein eigenes Konto nicht belasten müsste. Dann ist das ein geschlossener Kreislauf. Natürlich hat sich für jeden von uns das Leben verändert. Ich sehe meine Eltern wirklich nur noch, wenn es unbedingt notwendig ist. Das natürlich auch auf Abstand. Das war für mich ganz ungewohnt, meinem Vater nicht mit Händedruck und Umarmung zum Geburtstag zu gratulieren, sondern nur aus der Ferne. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir jetzt alle zusammenhalten und dass das auch noch eine Weile so weitergeht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich selbst arbeite auch im Gesundheitswesen. Im Krankenhaus, habe 12 Jahre auf Intensivstation gearbeitet. Seit letztem Jahr bin ich in der Anästhesieabteilung. Ich weiß also, dass es wirklich schlimme Verläufe gibt und dass es die geben kann. Und deshalb finde ich es wirklich wichtig, dass die Risikogruppen, egal ob man jetzt jung und risikobehaftet oder alt ist, dass man sich schützt, bis es dementsprechend Impfstoff oder Ähnliches gibt, was einem helfen kann. Und natürlich ist es schwer für uns alle, aber es ist wichtig. Und gerade deshalb war mir auch das mit der Nachbarschaftshilfe wichtig. Und so sehen das eigentlich alle, die bei uns helfen, dass man den Schutz für andere eben versucht zu optimieren. Und wir werden das auch so lange anbieten, wie es nötig sein wird. Die Menschen, denen man helfen kann, die sind auch wirklich sehr dankbar. Man bekommt immer am Telefon dann schon gesagt, wie froh sie sind, dass so etwas hier in der Ortsgemeinde entstanden ist, dass sie froh sind, dass sich jemand um sie kümmert, denn die Kinder wohnen vielleicht weiter weg. Es gibt auch viele Menschen, die einfach das Gespräch am Telefon genießen, während der Bestellannahme dann ein bisschen von sich erzählen, von ihrer Lebensgeschichte. Und was ich persönlich ganz nett so als Beigeschmack finde, dass meine Generation oder die Generation meinen Alters nochmal so ein bisschen die ältere Generation im Ort kennenlernt. Man hat schon das Gefühl, dass alles ein bisschen zusammenrückt. Man lernt doch nochmal andere Menschen kennen, die man so einfach nicht. Man wusste vielleicht, wer das war, aber so hat man nochmal eine ganz andere Perspektive. Und ich kann es also nur für gut befinden, dass wir das gemacht haben und wir sind da mit Herzblut dabei und solange wir das machen dürfen und können, werden wir das auch weiterhin machen.